Wenn du ein Zelt suchst, das leicht, kompakt und trotz alledem hundertprozentig sicher ist, dann bist du mit dem Tatonka Kürkia-Zelt, einem Nylon-Zelt, das eine Silikonbeschichtung aufweist, wahrscheinlich an der richtigen Stelle. Aber wenn du wissen willst, ob es etwas für dich ist und ob es was kann oder auch nicht, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Val d'Olabarté. Super, dass du dabei bist. Hinter mir siehst du das unaussprechlich geniale Zelt von Tatonka, nämlich das Kürkia. Und das Kürkia, das ist ein, ich sag jetzt mal, Leichtbauzelt mit ungefähr 1,4 Kilo. Und das ist jetzt hier das dazugehörige Packmaß. Du siehst, das ist schon ja, durchaus in Ordnung. Es gibt auch natürlich noch Zelte, die kleineres Packmaß haben und leichter, aber natürlich auch nach oben hin einiges an ja, mehr Gewicht. Für wen ist dieses Zelt gedacht? Das ist ein Ein-Mann-Zelt, wenn du unterwegs bist. Das heißt, nicht am Campingplatz mit dem Auto vorfahren und dann drei Schritte gehen und das Zelt aufstellen. Da bist du wahrscheinlich mit dem hier nicht an der richtigen Stelle. Das ist ein Zelt für zum Beispiel hier für unser Buschkraftareal. Da geht es im Endeffekt darum, dass du es noch tragen kannst, aber nicht komplett auf Komfort verzichten musst. Was das bedeutet, werden wir uns im Zuge des Videos sowieso noch anschauen. Ich habe jetzt hier in dieses Packmaß auch das Gestänge mit eingebaut und auch die Heringe, Aluminium verbaut, die wir es brauchen. Also ganz ohne Heringe würde ich es nicht angehen, aber auch das schauen wir uns noch im Zuge von dem Video noch genauer an. Das geht sich alles wunderbar aus und das Interessante ist auch, dass es ein Nylon-Zelt ist. Und wenn du jetzt sagst, ja und? Dann bedeutet das Folgendes. Schau dir das Material einmal an. Das ist, hat einen Lotusblüteneffekt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch hauchdünn. Ja? Taugt mir irrsinnig. Also es ist genau das Richtige, wenn du unterwegs sein willst. Aber ich habe jetzt eh schon genug gequackelt. Jetzt gehen wir an und schauen uns mal das Zelt an. Ja, da steht es nun und wir schauen uns jetzt die Funktionalitäten und Key Features an. Eine Sache noch, alle technischen Daten, Abmessungen im Detail, ja, da gehst unten, ist alles billige Eigenwerbung auf meine Webseite, da haben wir alles schön zusammengefasst. Aber du siehst, es ist ein Ein-Mann-Zelt, ja, es ist ein Tunnelzelt, das bedeutet, es ist beim Aufstellen, ja, ja, einfacher, aber das wirst du dann nachher noch alles genau anschauen können. Aber schauen wir uns einmal die Funktionalitäten an. Du hast hier ein Überzelt, dann hier innen drinnen, da befindet sich die Kabine. Da gehen wir auch dann, da kraxeln wir dann auch rein und ich zeige dir, ja, wie komfortabel das hier drinnen ist. Es ist alles so, wie wir das von Tatonka kennen, gut durchdacht und auf Sicherheit getrimmt. Das bedeutet, das Zelt ist so gemacht, dass es ein, ja, ein Nutzer gut nutzen kann, ohne Probleme zu bekommen. Schau mal her, es sind hier durchgängige Schlaufen oder beziehungsweise Einbaumöglichkeiten von diesen Aluminiumgestängen. Das Aluminiumgestänge zeige ich dir dann nachher noch. Das ist auch mit so einem Schnürl verbunden, wirst du dann alles noch sehen. Alles schön vernäht, also qualitativ einfach ja, in einer ganz anderen Liga und sehr gut gemacht. Hier jetzt auch zum Beispiel ja, die Verbindungen mit den Spannschnüren. Das ist vernäht, wenn du dir das anschaust. Und hier ist noch einmal so ein, ja, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Ah, schau auf meine Webseite, da ist das alles schön beschrieben. Das ist ein Material, das ich auch von Militärrucksäcken kenne. Das ist reißfest. Also das hier auszureißen, na viel Spaß. Also da musst du dich wirklich anstrengen. Und dann hast du es aber auch verdient, dass du ein Problem hast. Bei Regen oder bei Sturm. Also du siehst hier, das ist eine, ja, ein Kanal, wo du dieses Gestänge durchführen kannst. Das hat natürlich den unter Anführungszeichen Nachteil, dass man auch dieses Material hier ja, alles mittragen muss. Das ist mir schon klar. Es gibt auch Zelte, die noch einmal handdeutlich leichter sind. Deutlich leichter, weil vielleicht wird der eine oder die andere sich jetzt denken, der Reini hat gesagt, das ist ein leichtes Zelt, aber das hat ja 1,4 Kilo und ich habe gesehen, irgendwo, da gibt es auch welche mit 1 Kilo oder einem halben Kilo. Ja, da sind aber dann genau diese Details nicht gegeben. Also ich habe zum Beispiel mal ein Zelt gehabt, ich weiß jetzt den Herstellern, ist auch egal, da war das nicht eine Ebene, sondern das war immer so, ja, muss ich sagen, so unterbrochen. Und es war extrem schwierig, das Gestänge da durchzuschieben. Und das ist jetzt hier zum Beispiel bei der Tatonka sehr einfach, wirst du dann nachher auch gleich sehen. Und auch viel sicherer. Gut, ja, habe ich schon zu lange wieder geplaudert. Aber hier, du siehst, es sind überall die
Ja, alles schön verarbeitet, wirklich in einer guten, vernünftigen Qualität. Also das gefällt mir mal so, ja, insgesamt. Schau mal her, aber jetzt gehen wir mal rein ins Zelt. Ja, dann gehen wir mal rein. Ich werde dann nachher auch noch die Rollos runterbringen, aber das zeige ich dir dann nachher. Schau mal her, hier geht jetzt mit einem Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Hier hast du einen Tipp und hier hast du einen Tipp, kannst du ja den Eingang aufmachen. Das Ganze ist auch hier wieder diese Nylon und das ist sehr leicht, das ist sehr kompakt, das fühlt sich richtig gut an, so wie Seide. Aber schauen wir uns dann nachher an. Wir werden dann auch noch ein bisschen Wasser drauf laufen lassen, damit du siehst, damit du auch die Wassersäule und die Wasserdichtheit dir anschauen kannst. Es ist ein Zeltboden mit dabei. Du siehst, der ist jetzt nicht hundertprozentig gespannt, was ein Vorteil ist, denn dann kann man sich auch drin bewegen. Also es ist wirklich sehr, sehr nett, gefällt mir extrem gut. Hier dann noch ein bisschen eine Staufläche, das heißt, da kannst du die stinkenden Schuhe, nein, du hast natürlich keine stinkenden Schuhe, aber ich habe stinkende Schuhe, die kannst du hier noch gut anbringen. Das heißt, das ist auch noch Platz, das werden wir sehen. Dann da ist auch so eine kleine Schlaufe, die man von beiden Seiten bedienen kann. Da könnte man die stinkenden Socken vielleicht reingeben oder eine Taschenlampe oder irgendwann ein Schlüssel, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall auch hier ist noch einmal eine Tasche vorgesehen. Ja, jetzt gehen wir mal rein. Ja, also ich bin jetzt hier reingeklettert. Da Platz für die Schuhe und du siehst, da kannst du jetzt noch eine Tasche oder also einen kleinen Rucksack kriegst du da locker noch runter. Also das ist alles mal überhaupt kein Problem. Ah ja, übrigens, ich bin nicht mitten im Wald, sondern ich bin hier auf unserer Wildlandfarm auf Aldo Labbadé und ja, also ich bin jetzt nicht direkt im Wald. Schau mal her, dann machen wir hier zu. Ja. Ich mache dann nachher auch noch das Außenzelt zu. Aber schau mal her, das ist wirklich Wäscheleine hier. Da gibt es auch noch die Möglichkeit, Dinge zu verstauen. Also das ist sehr komfortabel. Da unten übrigens auch Lüftungsbereich, dass das Ganze hier auch zirkulieren kann. Und schau mal her. Ich meine, ich bin nicht unbedingt der Dünnste, wie du weißt, wenn du schon Videos von mir gesehen hast. Aber da ist wirklich auch schön Platz. Also das ist jetzt nicht so, ja, so ein... Fällt mir jetzt gar nicht ein, was ich dazu sagen soll, aber schon ja, es ist wirklich Platz. Auch hier hinten, ja, da sind da keine Nähte oder irgendetwas Unangenehmes, was reißen könnte. Also Tatonka schaut halt immer drauf, Zelte oder Produkte herzustellen, die funktionieren, die sicher sind, weil es gibt nichts Ärgerliches, als mit dem Zelt draußen unterwegs zu sein und dann reißt dir irgendwo was. Ja. Zum Beispiel die Verbindung zwischen dem Oberzelt und eben diesen Boden hier, der übrigens auch wasserdicht ist. Und der Donker sagt, das wollen wir uns nicht geben. Und daher auch ein bisschen mehr an Gewicht und etwas mehr an Preis. Aber alles, was gut ist, ja, hat halt auch so seinen Preis. Gut, schau mal her, ich kann da auch sitzen. Das geht sich auch aus. Ja. Ich stehe dann zwar an der Wäscheleine an, aber das geht sich ganz gut aus. Also ein sehr, 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 sehr komfortables Zelt. Für einen Mann oder eine Frau oder ein Kind oder so irgendwie. Auch hier noch einmal die Tasche. Also ich habe es gern, egal ob ich jetzt Tarp oder Zelt habe, dass ich irgendwo meine Taschenlampe fixieren kann, damit ich weiß, wenn ich dann aufwache und sage, wo bin ich überhaupt? Ich brauche Licht, dass ich dann einen Griff habe und das Ganze ja, im Schlaf sozusagen auch bedienen kann. Ja, jetzt machen wir noch das Außenzelt zu und dann schauen wir weiter. Ja, das Außenzelt haben wir jetzt geschlossen und ja, da siehst du die sogenannte Abside. Das sagst dann, also das ist dieser Bereich hier, das sagst dann, wenn du cool sein willst. Ja? Also wenn du zeigen willst, ich gehe mir mit Zelten aus und weiß, wie das heißt. Da ist eine Abside und nicht ein Platz für die stinkenden Schuhe, aber es ist im Endeffekt dasselbe. Schau mal, ja, du hast hier wirklich noch einiges an Platz. Da geht schon einiges rein. Einerseits hier mal auf dieser Seite, da ist dann eben der Ausgang, den man auch von innen natürlich bedienen kann. Das ist eh ganz gleich, du musst mit einer Hand einfach werfen, aber das geht einmal alles ganz gut. Und auch hier könntest du noch das eine oder andere bei schlechtem Wetter unterbringen. Ja, gefällt mir gut. Ja, dann schauen wir es uns noch einmal von außen an. So, zugezippt und da hier noch einmal. Alles schön gemacht, auch abgedeckt und da sind da so kleine Klettflächen dazu. Hörst du, das siehst du auch, damit der Reißverschluss noch einmal abgedeckt ist. Aber wir machen dann eh noch den Wassertest. Ja, so schaut dieses Ein-Mann-Zelt von außen aus. Und man, du warst jetzt gerade mit drin und hast gesehen, da ist schon einiges am Platz. Also ein Mann, eine Frau plus Gepäck,
das geht sich wunderbar aus. Ah ja, genau, zu den Leinen vielleicht auch noch eine kleine Information. Die sind reflektierend, das heißt, diese Leinen leuchten in der Nacht oder so ein bisschen nach, dass man nicht drüber stolpert, ne? Weil das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, also insgesamt ein sehr, 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 sehr nettes Zelt. Ah ja, genau, was dir sicher aufgefallen ist, ich habe jetzt hier nicht alles abgespannt. Und zwar, weil es nicht notwendig ist, also abgesehen davon, dass ich jetzt nicht hier schlafen werde, das kann ich gleich dazu sagen, aber auch nicht mit Starkregen und mit starkem Wind zu rechnen ist, da haben wir nicht alles abgespannt. Aber natürlich, wenn es wirklich stürmt und richtig regnet, dann macht es natürlich Sinn, wenn du alles komplett abspannst. Ja, und da typisch der Donkerleike, also das taugt mir irrsinnig, die denken halt beim Arbeiten nach. Du hast hier wirklich eine schöne Spannmöglichkeit und auch da auf drei Stellen abgespannt, damit einfach nichts passieren kann. Gut, dann machen wir einen kleinen Wassertest. Für alle Technik-Nerds, die Außenhülle hat 1500 mm Wassersäule und der Unterboden, wo ich gerade drin bin, 10.000, also ist gleich wasserdicht. Aber schau mal her, das ist dreckig geworden. Schau dir das an, da ist ein Staub draufgekommen. Schau dir das an, sowas. Wir werden mal ganz einfach abwaschen. Und das ist, ich hoffe, du kannst das da jetzt sehen, schau mal her, ein Lotusblüteneffekt. Schau, es rinnt ab und weg ist es. Und das ist auch der Schmäh, wie wir in Österreich sagen, der dieses Nylon hat. Das bedeutet, das bleibt gar nichts haften wie Teflon. Das ist eine Silikonbeschichtet hier und das Wasser rinnt ab. Und genau das ist der Plan dabei. Genau das ist die Idee dabei und das hilft mir, ja, wasserdicht zu werden. Ja, das war das kurze Video zum Kürkia von Tatonka. Ich glaube, du hast ein gutes Gefühl, was ja, es kann und was es nicht kann. Das heißt, ich fasse zusammen. Ein Ein-Mann-Zelt, wo auch Gepäck untergebracht werden kann, das für mobilen Einsatz ideal ist. Wenn du natürlich der absolute Freak bist, der sagt, es muss noch ein bisschen leichter sein, weil du auf 8000 Meter wie die Sieglinde Kaltenbrunner raufmarschierst, dann such dir was anderes. Aber für, ich sag jetzt mal, einen Durchschnittstypen wie mich, der unterwegs sein will, ist es genau das Richtige. Eine Sache vielleicht noch, es gibt das baugleiche Zelt, nicht in Nylon-Ausführung, so wie du es hier beim Kürkia gesehen hast, sondern ja, als Polyester mit dem Namen Koli, wie Koli-Tabletten oder nein, wie Koli-Bakterien, nein, K-O-L-I. Wenn dir das interessiert, dann lass dem Kanal hier ein Abo da, denn ja, da zeige ich dir ganz einfach, wie man das baugleiche Koli aufstellt. Gebt da oben beim i den Link dazu und auch hier unterhalb von dem Video. Also sei dabei. Gut, das war's jetzt. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schreib mal einen Kommentar, was du von diesem Tatonka-Zelt hältst. Ob du der Meinung bist, dass Nylon eine gute Variante ist oder schreib einfach irgendwas, was da gerade Spaß macht. Link zu den Produkten gebe ich da unten natürlich auch. Und ich sage wie immer, Dankeschön fürs Dabeisein. Und oh, wenn auch du hier auf unser wunderschönes Waldurlaubareal kommen willst oder vielleicht sogar hier dein Zelt vor der Wildlandfarm aufstellen willst, dann schau auf waldurlaub.at dabei. Alles billige Eigenwerbung, so wie immer. Das war's. Danke fürs Dabeisein. Dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.